So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Ja, und ich habe einen Artikel zugespielt bekommen, beziehungsweise wurde in den Kommentaren gepostet. Und sowas könnt ihr immer wieder machen. Ich durchstreife die Kommentare immer wieder gerne, egal ob Olli-Kanal oder Olli-Redet-Kanal. Und oftmals fällt mir da was Interessantes auf. Und so hier auch ein Artikel aus der berliner-zeitung.de. Zitat Kubicki: Ermittlungen der C-Inzidenzwerte ist unseriös. Unterüberschrift: Die Inzidenzwerte sind Schwankungen bei der Zahl der C-Tests ausgesetzt. Das Gesundheitsministerium kann keine entsprechend bereinigte Darstellung liefern. Und das ist eine höchst interessante Kritik, der Herr Kubicki hier öffentlich äußert. Und das ist ja ein politisches Schwergewicht, der Herr Kubicki, wie ich finde. Denn als Bundestagsvizepräsident hat man schon eine gewisse Art Standing und eine Meinung, die man auch vertreten kann und die relativ gewichtig ist. Und dementsprechend finde ich es gut, dass jetzt hier zahlreiche Kritik kommt von ihm in den letzten Wochen und Monaten. Hoffe, dass die natürlich auch irgendwann mal irgendetwas bewirken wird. Und hier geht es speziell darum, wie gerade schon geschildert, um die Feststellung des Inzidenzwertes. Und die Berliner Zeitung schreibt soweit, Zitat, Kubicki bezog sich auf die Antwort des Gesundheitsministeriums auf seine Anfrage zu den Schwankungen bei der Zahl der C-Testungen. Er wollte wissen, ob die Regierung oder das RKI Berechnungen vornimmt, die diese berücksichtigen, sodass eine um den Schwankungsfaktor bereinigte Darstellung der Neuinfektionsrate und Inzidenzwerte über die vergangenen Monate möglich sei. Das Gesundheitsministerium wiederum antwortet darauf hin, Zitat, die Einflüsse auf die erfassten Fallzahlen, heterogen und vielfältig, sowie im Zeitverlauf und in der regionalen Verteilung nicht stabil seien. Eine Korrektur der Fallzahlen ist daher gar nicht erst möglich. Allerdings, epidemiologische Lage in Deutschland könne aber dennoch verlässlich beurteilt werden, sagen sie, da die Erfassung der Fallzahlen durch Studien und weitere Informationen ergänzt werde. Höchst interessant, dass man jetzt mal mitbekommt, wie eigentlich die Inzidenzwerte hier berechnet werden. Weil da wird ja auch immer wieder neueste, krasse Zahlen soweit genannt. Und Kubicki sagt hier ganz klar, Zitat, Kubicki nannte dieses Vorgehen nicht nur politisch bemerkenswert, sondern vor allem auch rechtlich fraglich. Er wies darauf hin, dass das neue Infektionsschutzgesetz das Auflösen von Schutzmaßnahmen an die Höhe des Inzidenzwertes geknüpft hat. Zu diesen Schutzmaßnahmen gehören immerhin die historisch beispiellosen Grundrechtseingriffe der letzten Monate, die einer stetigen Überprüfung bedürfen und gerechtfertigt sein zu können. Sorry, so ist es richtig. Also das finde ich absolut nachvollziehbar, dass man jetzt endlich mal darüber spricht, was ist mit diesem Inzidenzwert? Wie gesagt, ja, ich habe mittlerweile verstanden, dass diese 50 auf 100.000 sich darauf beziehen, weil es von der Dingens gesagt wird, 5 auf 10.000, dann ist es eine schwere, gefährliche Erkrankung und so weiter. Ja, ist mir bekannt. Nichtsdestotrotz, wie wird dieser Wert eigentlich ganz genau berechnet? Wo kommt dieser Wert ganz genau her? Weiterhin sagt er noch, Zitat, diese Zahlen müssen also seriös ermittelt sein und im tatsächlichen Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen stehen und nicht der Zufälligkeit oder gar der Willkür unterliegen. Dass die Bundesregierung hierin kein Problem zu sehen scheint, zeigt, wie man dort inzwischen in rechtlichen Kategorien denkt. Also eine ganz klare, knallharte Meinung und Kritik hier äußert an die Bundesregierung und an das Vorgehen, wie oder mit welchen Wischiwaschi-Methoden Sachen überhaupt irgendwie festgestellt werden und dann so krasse Einschnitte in unsere aller Freiheit dadurch passieren. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.